Warte, odejdź. Hilfe, bitte, ich brauche euch. Ich brauche euch. Jetzt geht die rote Jacke gleich weg. Fassen Sie mich an. Habe ich irgendwo verblockt? Lassen Sie mich los, fassen Sie mich nicht an. Polizei! Hilfe! Polizei! Und bitte auch mal beachten, da ist die Polizei da hinten mit dem gleißenden Scheinwerferlicht. Das ist ein Kamerateam von der Polizei, aber auch weitere Kamerateams vom Bayerischen Rundfunk sind da. Und dann diskutieren Sie und Achtung! Warte, was haben wir? Das ist mir. Dieser polnische. Und wenn ihr seht, das ist plötzlich ist alles hell angestrahlt, ja, wie ein Filmset irgendwie, ja. Also nur mein Eindruck. Und sie machen auch nichts. Sie machen, schaut bitte, hier sieht man es besser, sie machen mit dem Mann nichts. Wenn ich mir das überlege, schaut euch das bitte an, der kann ganz ruhig auf dem Arsch sitzen bleiben. Was? Ja? Der wird ganz sanft runtergedrückt. Ja? Aber viel mehr passiert hier nicht. Ja, München am 29.12.2021, der Spaziergang oder die Spaziergänge. Und es gab da mehrere Szenen, die durchaus dokumentierwürdig sind oder chronistenwürdig. Ich habe jetzt diese eine rausgesucht, die berühmte rote Jacke. Ja, ich habe hier einen Tweet geschrieben, die rote Jacke war einige Minuten später bei Merkur auf der Titelseite. Wir werden gleich sehen, auch nicht nur bei Merkur. Und die Frage False Flag, ja, für mich ist es auch nicht ganz hundertprozentig klar, deswegen will ich es auch jetzt hier nicht, wie soll ich sagen, als gegeben darstellen, aber es gibt dann doch ein paar Fragen. Also wir schauen jetzt mal den Originalclip, der auch in der Übertragung gestern mit Claudius in der Direktübertragung wir schon direkt beim Anschauen, es war zwar nicht live, glaube ich, wir haben nicht live, es war kurz nachdem der Clip entstanden ist, kam er auf Twitter und dann haben wir ihn dort gesehen. Und wir haben uns schon gefragt, wer ist so blöd und macht so eine Aktion? Ja, total sinnlos. Also bringt gar nichts, aber lasst uns mal hier das mal so aufbereiten. Hier sehen wir die Szene, wie sie hier schon 269.000 Mal angeklickt wurde, allein bei Twitter und bei Telegram wahrscheinlich nochmal so viele. Wir schauen mal. Es geht um eine Frau, einen Mann und noch einen Mann. Ich sage mal, der mit der grauen Mütze ist bei der Frau und die rote Jacke, so nenne ich ihn mal, ist noch nicht zu sehen, beziehungsweise eigentlich immer in relativer Distanz zu dem Geschehen, also aus dem Ausschnitt jedenfalls. Wir schauen mal. Nur mal, ich will das mal ganz kurz, also da stehen jetzt, was ganz komisch ist, Ich kenne das nicht so, also von meinen Direktübertragungen, Streams auf Demonstrationen beziehungsweise irgendwelchen derartigen Veranstaltungen, dass die Kommunikationspolizisten, die auch wunderlicherweise nicht so martialisch angezogen sind, das heißt also mit den Kriegern braucht man nicht reden, aber mit denen, da ist noch irgendwie noch, da kann man vielleicht noch irgendwie ein Wort wechseln oder so, ja, weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat, die sind jedenfalls hier, die haben keinen Helm, die haben keine Schutzkleidung, keine Schienbeinschützer, keine, ganz anders, das sind wirklich, die sind nicht jetzt dafür vorgesehen, irgendwo einzugreifen, außer es geht gar nicht anders, aber das finde ich hier nicht der Fall, dass es gar nicht anders geht. Ja. So groß war die Gefahr jetzt nicht. Ja. Und da kommt die rote Jacke. Nochmal ganz kurz, was macht der Mann? Hier, bevor der Mann ins Bild kommt, hier haben wir einen Polizisten, der mit der Frau diskutiert. Hier haben wir zwei Polizisten, die daneben stehen. Dahinter ist, glaube ich, auch noch eine Kommunikationsbeamtin, aber es stehen noch mehr Polizisten rund außerhalb des Bildes rum und welcher vollkommen entirnte Mensch geht dann unvermittelt, ohne dass jetzt auch eine gewisse Gefährdung für diese Frau da war. Der Polizist hat die jetzt nicht irgendwie niedergerungen oder irgendwie geschlagen oder geschubst oder irgendwas. Sie haben
zwar gestikulierend, aber und sich vielleicht auch angeschrien oder lauter gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass hier irgendjemand sozusagen gerettet werden müsste. Und bumm. Und noch außergewöhnlich ist, dass dieser Kommunikationsbeamte da einschreitet. Ja, klar, er geht schon hin, aber ich finde es trotzdem, das habe ich so nie erlebt, ja, dass die irgendwas gemacht hätten. Die sind immer zurückgegangen, ja, und haben die Krieger vorgeschickt. Und dann kommen sie. Und was jetzt? Jetzt ist Geschrei, ja, von der Frau. Der Mann wird niedergerungen, wird in den Schwitzkasten genommen. Er wird hier irgendwie gesondert behandelt. Der hat aber auch jetzt erstmal nichts gemacht, der Begleiter von der Frau. Er wird in den Schwitzkasten genommen, die rote Jacke. Aber dann wird's komisch. Er wird zwar auf den Boden gedrückt, aber also brutal ist es nicht. Und das ist auch nicht so, dass ich das will oder so, aber ich vergleiche es halt nur mit anderen Fällen. Ja, wenn hier ein Polizeiangehöriger angegriffen wird, dann werden die eigentlich normalerweise richtig sauer. Ja, und dann haben die auch gar keinen Bock auf irgendwelche Rücksicht oder mal hier auf Samthandschuhe. Aber hier, jetzt liegt er hier und normalerweise wird er sofort auf den Bauch gelegt oder versucht, ihn runterzudrücken, Knie auf die auf den Nacken oder auf den Rücken, auf die Beine, auf die Kniekehlen. Mindestens zwei, wenn nicht drei Mann setzen ihr Gewicht ein, Polizisten, und drücken den runter und halten ihn damit auch bewegungsunfähig, Arme auf den Rücken und so weiter. Passiert hier nicht. Ja? Ja, jetzt wissen Sie nicht ganz genau, er hält irgendwie mehr oder weniger so tätschelnd die Hand auf die Schulter der roten Jacke. Das ist jetzt dieser Clip, den wir gesehen haben. Kurz danach kam, wie ich geschrieben habe, auf Merkur, aber nicht nur dort, sondern auch auf, habe ich extra ein Archiv, wurde schon angelegt von jemandem, das Archiv hier bemüht, wird dieses Foto hier als Aufhänger verwendet. Polizei Großeinsatz gegen verbotene Demos in München. Da muss man sich auch fragen, also das, wenn Sie nur dieses eine Bild haben, beziehungsweise das dramatischste Bild des Abends ist, dann kann man nicht davon reden, dass das jetzt eine unfriedliche oder gewalttätige Demonstration oder sonst irgendwas war. Wenn Sie diesen Schubser, ja, und dann das, diese Überwältigung, der Mann liegt seitlich auf dem Boden, also da für mich schon ein Indiz, okay, also mehr habt ihr nicht auf der Pfanne, ja, von den gewaltbereiten Rechtsextremen, ja, als hier, also da, das ist nochmal so eine Nebengeschichte in der Geschichte, nur mal so, wie die wie es auch gehen kann bei der Polizei. Und vor allem, wenn ein Polizist angegriffen wird, was hier gar nicht der Fall ist. Ja? So liegen also, Polizisten... Seid ihr noch ganz, ganz ruhig jetzt! Hast du einen Schaden oder was du? Deine zieht doch runter! Hey, Sass! Schaut mal an, drei Leute, letztendlich... Geh runter! Der macht doch nichts! Geh runter! Fixieren ihn, ja... Alles nicht bei der roten Jacke passiert. Ich sammle hier nur Informationen und zeige euch einfach mal, wie es anders auch geht. Ja? Brauchen wir uns das nicht weiter anschauen, ist schlimm genug. Das war, das war in Reutlingen. Ja? Söldnertruppen in Reutlingen vor. Okay, das ist mal der Vergleich, wie es in anderen Situationen die Polizei vorgeht. Ja? Und ich weiß nicht, was da vorher war, aber was Schlimmeres als ein Polizeibeamten, wohl Beamter, also da habe ich meine Schwierigkeiten damit, anzugreifen, ist eigentlich gar nicht, gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Jetzt haben wir eine andere Perspektive. Ja, und da wird es interessant, weil es wird sogar hier von Schwurbelwatch oder Die Welle, ist auch jetzt gerade nicht einer, der auf unserer Seite steht, veröffentlicht. Aber ich verwende es auch. Und da können wir auch sehen, das ist eine andere Perspektive. Und da schauen wir jetzt mal bitte mal rein. Jetzt eure, liebe Bevölkerung, ich brauche jetzt eure Hilfe. Die sagen mir, dass ich ordnungswidrig hier nicht spazieren gehen darf. Bitte.
Ich darf hier spazieren. Okay, also was schon wieder komisch ist, sind diese Kommunikationsbeamten. Normalerweise, wenn hier schon irgendwie ein bisschen Eskalation in der Luft liegt oder so weiter, dann sind die, weil sie eben auch nicht so ausgerüstet sind wie der Krieger da in der Mitte, mit Helm, mit allem und auch Schutzkleidung und auch, wahrscheinlich haben die auch kein Gas, kein Reizgas dabei und gar nichts. Ja, die sind halt dafür da, mit der Presse zu sprechen oder mit oder deeskalieren zu wirken, auf Leute, mit Leute als, also als Ansprechpartner eigentlich zu fungieren. Ja. Der nächste Weg ist jetzt zu gefangen sammeln. Nein! Also der Mann daneben ist der, der neben ihr stand. Und hier kommt die Jacke, die rote Jacke ins Bild. Wie gesagt, das ist eigentlich genau gegenüber von der Blickrichtung, die wir gerade jetzt bei diesem 269.000 Mal angeklickten Video haben. Also die diskutieren da über Beleidigung und Gefangenensammelstelle, wenn sie jetzt weitermacht und Grenzüberschreitung, rote Linien. Dabei dachte ich, es gibt gar keine rote Linie mehr. Also der Polizist sollte sich mal bei Scholz irgendwie mal nochmal auffrischen, informationstechnisch. Wenn ihr mal bitte guckt, jetzt gleich, man versteht es ein bisschen schlecht, aber man versteht es, wenn man vorher darauf hingewiesen wird. Es kommt gleich, ich glaube, es wird ein was Polnisches, sagt da jemand irgendwo im Hintergrund oder der Umstehenden. Und dann kommt, achtet mal drauf, ich sag's vorher, Kamera läuft. Sie lassen mich in Ruhe. Sie lassen mich in Ruhe. Habt ihr es gehört? Hier war's. Kamera läuft. Ja, ich noch gern nochmal. Das Polnische, ich nehme an, es ist Polnisch und dann kommt Kamera läuft. Warte, Odej. Hilfe, bitte, ich brauche euch. Ich brauche euch. Jetzt geht die rote Jacke gleich weg. Lassen Sie mich los, fassen Sie mich nicht an. Polizei! Hilfe! Polizei! Wer jetzt hier Polizei schreit, ist, habe ich nicht rausfinden können, ob das jetzt der Mann mit der grauen Mütze ist oder ich weiß es nicht, wer es war, das sehe ich nicht. Bitte Polizei! Und bitte auch mal beachten, da ist die Polizei da hinten mit dem gleißenden Scheinwerferlicht. Das ist ein Kamerateam von der Polizei, aber auch weitere Kamerateams vom Bayerischen Rundfunk sind da. Polizei, wir brauchen Hilfe! Und jetzt geht die rote Jacke weg. Rechts hinter mir. Geht er plötzlich weg. Warum? Ja? Und warum lässt die Polizei ihn plötzlich weg? Ja, das ist auch die Frage. Dann kommt es zu dieser Diskussion der Frau mit dem einen Polizisten. Hier, aus einer anderen Perspektive. Hier, jetzt genau das. Und ich weiß gar nicht, wo der stand. Der müsste da irgendwo hier gestanden haben, der von der Perspektive von dem ersten Video. Und dann diskutieren sie und Achtung. Dieser polnische. Und wenn ihr seht, das ist plötzlich ist alles hell angestrahlt, ja, wie ein Filmset irgendwie. Ja. Also nur mein Eindruck. Und sie machen auch nichts. Sie machen, schaut bitte, hier sieht man es besser. Sie machen mit dem Mann nichts. Wenn ich mir das überlege, schaut euch das bitte an, der kann ganz ruhig auf dem Arsch sitzen bleiben fast. Ja? Der wird ganz sanft runtergedrückt, ja? Aber viel mehr passiert hier nicht. Dann kriegt er Handschellen, aber wenn ich mir das hier anschaue dagegen, ja, schon ein anderer Eindruck, finde ich. Ja, finde ich wirklich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Schwurbelwatch, das ist ein Twitter-Account, der hier
versuche da irgendwas aufzudecken, was weiß ich, keine Ahnung, unwichtig. Aber ich verwende jetzt einen Account mal hier. Die Schwester, also angeblich ist diese Frau mit dem Ohren-Stirnband-Ding, die also praktisch von den Polizisten so mit dem so diskutiert hat, die Schwester von der roten Jacke. Ja, laut der Sprachnachricht haben beide eine Strafanzeige erhalten. Es gibt eine Sprachnachricht, die spiele ich auch noch vor. Hier gibt es ein Foto. Es ist für mich jetzt gar kein Beweis. Ja, also das. Also kann man ja jetzt nicht sagen, du Schorschi, wir brauchen noch ein Foto. Komm, ich leg dann nochmal schnell die Handschellen an und dann machen wir von hinten ein Foto schön. Und nachher gibt es einen Kaffee und einen Schnaps oder was.